Du hast ein Problem mit deinem iPhone und es lässt sich einfach nicht lösen. Manchmal hilft es, das Gerät neu aufzusetzen. Wir zeigen dir, wie das geht, ohne deine Daten zu verlieren. Starte iTunes an einem Computer und schließe dein iPhone mit einem USB-Kabel an. Wähle das Gerät in iTunes aus. Jetzt erstellst du eine Sicherheitskopie deiner Daten. Dafür klickst du unter Backups auf Jetzt sichern. Klicke anschließend in der Übersicht auf den Button iPhone wiederherstellen und bestätige den Vorgang noch einmal mit einem Klick auf Wiederherstellen. Sobald der Prozess beendet wurde, kann dein Backup wieder auf das iPhone kopiert oder das Gerät als neues iPhone konfiguriert werden. Abonniere den O2-Kanal, damit du keine Videos mehr verpasst. Und den Klick auf die Glocke nicht vergessen.